Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir zocken heute gemeinsam im Viewpoint Museum als VIP-Einsatz. Und naja, ihr wisst, das ist herausfordernd. Wir haben wieder offene Gruppe, zielgerichtete Beute ist Pistole. Und ja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, unten in der Videobeschreibung habe ich reingeschrieben. Ich bin jetzt auch auf Facebook vertreten unter Spielewelt MV. Also der Link sollte funktionieren. Da werde ich dann auch immer so die neuesten Videos reinposten und Neuigkeiten. Ja, also einfach mal raufklicken und schauen. So, dann lassen wir uns mal überraschen, wer uns hier begleitet. Verlieren die True Suns das Viewpoint Museum, fällt es ihnen schwerer, ihre Truppen zu koordinieren und Propaganda zu verbreiten. Die gesamte Kommunikation des Gebäudes wird vom Produktionsstudio im obersten Stock aus kontrolliert. Finden und sichern Sie es. Hey, der Dicke ist da, glaube ich. Machen wir mal eine Murmel. Ich habe jetzt den Techniker und spiele ihn in der Verbindung mit der Maske. Mit dem perfekten Talent markieren und ordentlich Prozente Schaden machen. Und ich muss sagen, ja, macht sich gut. Das werde ich euch nochmal am Ende des Videos zeigen, wie ich jetzt so aufgestellt bin. Da ich nicht mehr den Sniper spiele, ist die Waffe auch nicht mehr so stabil. Aber das macht nichts. Hauptsache wie... Hauptsache wir kriegen ordentlich Damage. So. Aha, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Hallo? Ich hoffe, er ist nicht so, dass er wieder durchrennt wie ein Verrückter. Weil wer mich kennt, ich mag es ja nun nicht. Feindlicher Funk wird empfangen. So. So, die Division glaubt also, sie kann einfach hier reinspazieren. Die haben nicht die leiseste Ahnung. Bleib still, warte auf das Signal, dann stelle und töte sie. Aber ich denke mal, er lässt sich Zeit. Oder auch nicht. Sah ihm erst so aus, als wenn er auch sagt, oh, wir warten auf den nächsten. Aber nein. Ja, wurscht. Guck mal, wenn er schon so durchläuft mit... hier ist der Raum. Eine Waffenkiste. Hehe, vorbeigelaufen. Na. Das kommt davon, wenn du läufst. So, Munition auffüllen. Ach, hast gehört, dass er Pling gemacht hat? Guck, dann kommt er zurück. Ja, so ist das. Manchmal kommen mir diese Herausforderungen auch irgendwie leicht vor, teilweise. Okay, da unten jetzt. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Granate mit Renate. Bum. Bum hat's gemacht. Ja, siehst du, können wir unsere Stecherdrohne ja auch wieder einpacken. Oder? Ist sie weg? Nee, die ist weg. Ja, die ist weg. Ich glaube, die wollen hier gar nicht looten. Die wollen bloß wieder Speed. Wir brauchen eine schnelle Zeit. Ich will hier in 5 Minuten weg sein. Bevor ich vielleicht zur Schule gehe, oder? Keine Ahnung. Warum die das immer so eilig haben? Ich verstehe das nicht. Man soll doch mal das Spiel genießen, oder?
Nein. Wir müssen uns hier beeilen. Wir wollen ja nichts verpassen. Komm, Murmel. Aha. So, Speedrunner go. Na dann, komm. Ihr wollt es so, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Bam, 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 bam. So, dann stehen sie mal wieder alle selber im Weg. Oh, ich habe gerade gesehen. Der Red Tiger hat gerade gefragt, wie es aussieht mit dem Livestream. Muss ich erstmal später beantworten. Kann ich jetzt nicht. So, ihr wollt einen Speed, dann kriegt ihr einen Speed. Dann laufen wir auch mal einfach frei weg raus hier. Wir laufen mal mit. Guck, da kommt keiner. Ist er weg oder wo ist er? Bananarama, los, hier laufen. Komm, rum. Den Loot gleich mit einsammeln. Macht er jetzt auch, genau. Ach, die sind da oben, okay. Ach, komm noch mal raus aus der Deckung. Ich will auch noch was schießen können dürfen. So, einsammeln. Einmal rumgelaufen. Das flutscht doch hier, wie nichts Gutes. Ist mir zwar... Wo bist du? Da unten? Ah, muss nachladen. So. Irgendwo was zum Looten? Materialien, Munition? Okay. Ist erstmal egal, wir wollen ja hier... neuen Weltrekord aufstellen. Yay. Wir sind so geil drauf. Wir wollen so richtig schnell mal durchrushen. Weil ich bin so heiß drauf. Das war sicher Wade. Schade, aber er ist nicht unser Primärziel. Gehen Sie ins Fernsehstudio und bringen Sie die Kerle ein für alle Mal zum Schweigen.
So. Murmel. Rohstock einsammeln. Der schießt auf mich. Ist der böse. Suchen Sie nach dem Übertragungskontrollmodul. Darüber läuft die ganze Viewpoint-Kommunikation. Wenn Sie es zurücksetzen, dann werden die True Suns ausgesperrt und wir können die Kanäle übernehmen. So, jetzt bin ich mal der Schnelle. Und überwachen Sie die nächste Nachladen, ehrlich mal. Oh, nachladen. Einrichtungen vor Ort wurden zurückgesetzt oder befinden sich unter SHD-Kontrolle. Unsere Kommunikation steht und die True Suns bekommen nichts mit. So. Fluktuationen im lokalen Stromnetz erkannt. Kommunikationseinrichtungen offline. Was zum Teufel? Ich sehe zahlreiche Gegner auf dem Dach. Sie bauen rund um den Funkmast EMP-Störsender auf. Es ist Wade. Er versucht, den Mast zu sabotieren. Ohne ihn kann niemand von Viewpoint aus senden. Agent, gehen Sie aufs Dach. Sie müssen verhindern, dass er den Mast ausschaltet. So. Ihr wollt es ja nicht anders, also machen wir es mal schnell. Ja, im Schlitzauge hier, oder was? So, so, so. Elektromagnetische Laden entdeckt. Wade verwendet EMP-Störsender, um den Funkmast zu überlasten. Schalten Sie sie aus, bevor der Mast zerstört ist. So, mal gucken, wie es hier läuft. System gedrosselt. Okay. Strukturelle Integrität bei 75%. Agent, Sie müssen Wade aufhalten. Wir brauchen diesen Funkmast. Machen wir mal ein Geschütz auf. Mit dem aktiven EMP-Störgerät ist Ihre Shell-Technologie nutzlos. Schalten Sie es aus. Besser nicht nochmal getroffen werden. Das haben wir die Murmel, war gerade falsch geworfen. Sehe gar nichts. Oh, hier ist noch ein Dicker. Ach, da hinten. Laufen, darf ich den Dicken von hinten treffen. Lebensfunktionen kritisch. Ja, ja. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Murmel. Komm mal raus hier.
Okay, die Anlage gehört uns. Das erspart es den Chusans, sich zu koordinieren und Bullshit zu verbreiten. Sobald der Funkmast repariert ist, können wir die Reichweite unserer Sendungen erhöhen. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Speedy gemacht. Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Nein, das sind wir natürlich nicht. Aber wir haben uns jetzt mal das Tempo angeglichen und sogar ein bisschen manchmal vorgelaufen. Ich laufe wieder 8 und 9 und wie auch immer. So, alles nochmal looten. Bop, 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 bop. Okay, schauen wir mal die Zusammenfassung an. 14 Minuten 26. Mensch, sind wir schnell. Sind wir schnell. Haha, wir haben am meisten Damage gemacht. Genauigkeit 44%. Ja, geht besser. Geht ja immer besser, ne? 37 Kills haben wir gemacht. Alles klar. Nee. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten, Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Empfehlt mich gerne weiter und schaut auch mal in anderen Playlists nach. In diesem Sinne sage ich mal, bye bye, euer Terra.